Im Kleingedruckten stand aber immer, dass diese Werte nie garantiert sind. Diese Versprechungen, die in der Vergangenheit getätigt worden sind, nicht annähernd eingehalten werden. Mein Vater ist letztes Jahr 60 Jahre alt geworden. Es ist ein Zeitpunkt, das für viele Menschen ein toller Zeitpunkt ist, weil oftmals sich grundlegende Dinge verändern. Viele gehen in diesem Alter auf die Rente zu. Manche haben es schon geschafft, in die Rente zu gehen. Es beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und das Interessante ist, dass zu diesem Zeitpunkt recht häufig Lebensversicherungen abgeschlossen worden sind. Denn früher war das so, dass viele Menschen mit 60 angefangen haben, in Rente zu gehen. Heute ist das normale Renteneintrittsalter 67 Tendenz stark steigend. Ich denke, da wird soweit jeder mit dabei sein. Das Gruselige an der ganzen Geschichte ist allerdings, dass vor 20, 30, 40 Jahren, als mein Vater diese Lebensversicherung abgeschlossen hat, er einen Betrag sicher bekommen hätte sollen, laut Papier, der nach heutigen Maßstäben immer noch ordentlich wäre, ja, trotz der ganzen Inflation. Fakt ist aber, dass von dem, was auf dem Papier steht, nur ein Bruchteil angekommen ist. Und warum das so ist, ich habe mich da wirklich intensiv damit beschäftigt, aber ich habe mir dazu einen Experten oder den Experten im deutschsprachigen Raum zum Thema Lebensversicherungen eingeladen. Ich möchte euch heute Felix Früchtl von der ProLife GmbH aus Ingolstadt vorstellen. Felix, sei mir herzlich willkommen. Servus. Hallo Florian, danke, dass ich dabei sein darf. Felix, ich denke, diese Gruselgeschichte, die du gerade gehört hast von meinem Vater, hast du in deinem Arbeitsleben, hörst du relativ häufig. Stimmst du mir dazu? Die hören wir relativ häufig, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Die Problematik ist allgegenwärtig und es wird auch nicht mehr besser werden, gehe ich mal davon aus. Wie kommt es denn, dass gerade jetzt, also es gibt ja so diese Generationen, Babyboomer und Generation Y und noch andere, die ich jetzt gar nicht aufzählen kann, wie kommt es, dass gerade jetzt so viele Menschen enttäuscht von ihrer Lebensversicherung sind? Gibt es da einen Grund dafür? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass diese Babyboomer-Generation eine ganze Menge Leute damals hervorgebracht hat. Und damals war so dieses klassische Vorsorgeprodukt halt einfach die Lebensversicherung. Viele Möglichkeiten gab es damals noch nicht. Immobilien waren nicht wirklich interessant. Aktien waren noch gar nicht geboren. Von dem her hatte man als einzige Vorsorgemöglichkeit tatsächlich nur die klassische Lebensversicherung. Und die wurde halt zuhauf abgeschlossen, sage ich jetzt mal. Die wurde, wie du es einfach auch gesagt hast, häufig auf 20, 30 oder sogar 40 oder mehr Jahre abgeschlossen. Ja, und die läuft jetzt halt einfach aus. Die Erwartungshaltung war eine andere, wie die, die jetzt eben entsprechend erfüllt wurde. Die Erwartung, sagst du, ist sehr, sehr trocken. Die Erwartungshaltung ist eine andere, weil, Felix, wenn man ehrlich ist, hinter dem Wort, die Erwartungshaltung war eine andere, da stehen Menschenschicksale dahinter. Da sind ja Menschen, die darauf gebaut haben, dass jetzt halt entweder eine Rente von 500 Euro, 700 Euro, 800 Euro kommt oder vielleicht ein Einmalbetrag von 50, 60, 100.000 oder mehr. Und Fakt ist, das sind Seifenblasen. Das ist, und wie kann das passieren, dass da jetzt eine ganze Generation in diese Falle getappt ist? Oder ist es eine Falle? Oder wie ist es dazu gekommen, dass das jetzt reihenweise in die Hose geht? Ob es eine Falle ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall heute ein Problem. Wie ist es dazu gekommen? Naja, diese Lebensversicherung muss man sich mal in der Historie anschauen. Die wurden früher mal mit einer relativ hohen Verzinsung, aus heutiger Sicht hohen Verzinsung, zur Verfügung gestellt. Ende der 90er Jahre war der Höchstrechnungszins irgendwo bei 4, also bei genau 4%, davor immer zwischen 3 und 4%, was für damalige Verhältnisse auch noch lächerlich gering war, heute aber relativ hoch ist. Es wurde dann mit exorbitant hohen Verzinsungen weiter fortgerechnet. Das heißt, es wurde immer draufgeschlagen, jedes Jahr mache ich meine 4% Garantieverzinsung und es wurden Summen hochgerechnet mit zusätzlichen Schlussüberschüssen, die da noch mit eingerechnet worden sind, sodass der Versicherungsnehmer reich gerechnet worden ist, so kann man es mal sagen. Ja. Ohne dass die Beträge tatsächlich garantiert waren. Das heißt, während der gesamten Laufzeit haben die Leute immer gedacht, hey super, irgendwann werde ich mal Millionär sein, wenn mal die Versicherung ausläuft, dann bin es alles in trockenen Tüchern. Im Kleingedruckten stand aber immer, dass diese Werte nie garantiert sind.
Und jetzt kommt es zur Auszahlung. Wir haben ein ganz gänzlich anderes Bild in der Finanzwirtschaft. Wir haben finanzpolitisch eine Nullzinspolitik seit ja fast schon einem Jahrzehnt, mehr als einem Jahrzehnt. Die Versicherungsgesellschaften stehen mit dem Rücken an die Wand, an der Wand. Und das Problem ist jetzt, dass eben diese Versprechungen, die in der Vergangenheit getätigt worden sind, nicht annähernd eingehalten werden. Felix, trotzdem mal Hand aufs Herz, ne? Das, weil ich glaube, da schauen gerade Leute auch zu, denen reicht das nicht. Weil, schau, wir beschäftigen uns ja relativ stark mit dem Thema Aktien. Und wir kommen ja beide aus Bayern, ich aus der Nähe von Nürnberg, du aus Ingolstadt. Und wenn man da noch ein bisschen die A-Rollen runterfährt, dann kommt man in München an und man fährt an der Allianz Arena vorbei. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte mal über die Allianz sprechen, denn ich gebe es zu, ich war ja jahrelang Banker und das ist ein Produkt, das hat man relativ gut verkaufen können und auch verkaufen müssen, wenn du weißt, was ich meine. Wie kann es sein, dass dieses Aktienunternehmen Jahr für Jahr für Jahr die Dividende anhebt, die Gewinne erhöht, mehr Mitarbeiter hat, einen Glaspalast nach dem anderen hinstellt, die Leute aber Seifenblasen haben? Passt es zusammen oder ist es vulgär schon? Das ist definitiv vulgär und man darf ja an der Stelle einen Allianz-Manager mal zitieren, der gesagt hat, also er hätte persönlich lieber in Allianz-Aktien investiert als in eine Allianz-Lebensversicherung. Okay. Wo man ganz klar sagen muss, damit ist man natürlich deutlich besser gefahren. Woran liegt es? Naja, der Versicherungsnehmer an sich wird in seinem sehr starren Produkt, Lebens- oder Rentenversicherung, wie auch immer es ausgeformt ist, einfach geschröpft, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, diese Produkte sind mit extrem hohen Kosten belastet, Vertriebskosten, Verwaltungskosten, Risikokosten, die da vielleicht noch drin sind. Und die gehen alle von einem sehr, sehr geringen Ertrag ab, sodass beim Kunden unterm Strich ganz, ganz häufig ein Minus übrig bleibt. Brutal. Das tut aber einmal mehr jetzt dieses Mantra unterstreichen, raus aus diesem sogenannten Geldvermögen, wo ja, ich sage jetzt mal, das ganz normale Girokonto und Sparbuch ist, wo ja der Bausparvertrag ist, wo ja aber auch die Lebensversicherung oder Rentenversicherung ist. Und hinzu, du hast jetzt, oder ich habe die Allianz-Aktie genannt, aber der Manager hat es ja selbst gesagt, also mehr die Aktie. Ich glaube, das ist bei den Menschen angekommen, dass man das tun muss. Aber wenn dann viele Leute in solche Versicherungsverträge hineinschauen und die sind ja, ey, also das Erste, was mir eigentlich bei Versicherungsverträgen auffällt, und das ist an sich schon pervers, ist, dass die vorgelocht zu dir kommen. Weißt du, was das heißt? Richtig. Die wollen gar nicht, dass du dir das anschaust. Die wollen, dass du das so, wie es ist, ablegst. Wiedersehen. Genau, richtig. Das ist doch nicht in Ordnung, oder? Das ist nicht in Ordnung, ja. Es ist nicht in Ordnung. Und die Versicherungsgesellschaften haben ja auch in der Vergangenheit sich nicht unbedingt damit rumbekleckert, indem sie auch von der Transparenz her nicht wirklich dem Kunden offen gegenüber waren. Das heißt, viele Kennzahlen, die eigentlich der Kunde hätte wissen müssen, wurden einfach nicht publiziert. Die wurden immer mal wieder zur Rüge aufgerufen, das Ganze dann zu optimieren, zu verbessern, transparenter darzustellen. Es ist bis heute nicht wirklich geschehen. Das heißt, für viele Versicherungsnehmer ist das immer noch ein schwarzes Loch, in das jeden Monat Geld fließt. Aber was da drin passiert, welche Kostenstrukturen drin sind und was irgendwann mal rauskommt, das wissen die meisten Versicherungsnehmer leider nicht. Ich sage jetzt mal ein paar Gruselwörter. Basisrente, Ruhrrebrente, Riester-Rente. Das sind Sachen, die habe ich alle verkauft. Ne? Also ich bin jetzt hier kein Heiliger. Ne? Aber wie kommen da Menschen an ihr Geld ran? Weil vieles, ich kriege auch oft auf dem YouTube-Kanal die Frage oder auch in Webinaren, du Flo, ich habe eine Lebensversicherung, ich habe eine Rentenversicherung. Was soll ich jetzt damit tun? Ich habe verstanden, ich soll lieber in Aktien oder in Immobilien oder von mir aus auch Gold oder Silber investieren. Aber ich komme aus diesem Vertrag nicht raus. Ja, also das ist tatsächlich auch ein Problem. Es gibt im ersten Moment muss man erstmal sondieren, was habe ich denn überhaupt im Vertrag? Es gibt Verträge, du hast gerade eben Basis- oder Rürup-Verträge angesprochen, die sind per Gesetz schon gar nicht auflösbar. Das heißt, ich habe in diese Verträge mal eingezahlt, habe da vielleicht auch eine Menge Geld drin, aber ich komme nicht vorzeitig an mein eigenes Geld, was ja eigentlich pervers ist. Ich komme nicht vorzeitig an mein eigenes Geld. Warum? Der Staat hat gesagt, der Bürger, das sage ich jetzt ganz salopp, ist zu blöd dafür, sein eigenes Kapital zu verwalten. Wir müssen ihn schützen und er darf nicht vorzeitig an das Kapital kommen. Nicht, dass er irgendwas Blödes mit dem Kapital anstellt.
Also von dem her muss man im ersten Moment tatsächlich mal gucken, was habe ich da überhaupt? Und wenn das in eine Produktkategorie fällt, aus der ich nicht rauskomme, dann muss ich in den sauren Apfel beißen, dann habe ich tatsächlich gar keine Möglichkeit. Und wenn ich aber in eine Produktkategorie falle, aus der ich rauskommen kann, dann muss ich mir dann Gedanken machen, wie steige ich ordnungsgemäß aus diesen Verträgen aus? Okay. Ich glaube, ich darf an der Stelle auch eins sagen und das gilt an alle Zuschauer da draußen. Denn ich selbst stehe da manchmal vor diesen ganzen Verträgen, wirklich, die sind ja gut dick, ne? Also wenn du da einen Kamin anzünden möchtest, das funktioniert relativ gut. Aber Funktioniert. durchlesen, das macht keine Sau, ehrlich gesagt. Wer macht denn das? Das macht kein Mensch. Und deswegen hat der Felix nämlich eins angeboten. Wir werden nämlich ein Sondertraining genau zu diesem Thema veranstalten, wo du genau auch diese Fragen stellen kannst. Also bitte derjenige oder diejenigen, die jetzt bisher mich schon immer gefragt haben, Flo, ich habe Vertrag XYZ. Ich habe da 10, 20, 30.000 Euro drin. Was soll ich jetzt damit machen? Bitte melde dich unterhalb dieses Videos dazu an. Dann kann der Felix da genau mal drauf schauen. Also das heißt jetzt nicht, dass er natürlich jeden Vertrag durchscannt. Das sind zu viele Menschen in so einem Webinar dabei. Aber er kann dir genau zeigen, wie du jetzt aus diesem Geldvermögen rauskommst, wenn es möglich ist, und womöglich rein in Sachvermögen. Wir arbeiten natürlich mit Aktien. Das heißt aber nicht, dass du das unbedingt tun musst. Ja, es geht nur darum, diese, und da darf ich dir mal kurz eine Folie zeigen, diese Sicherheit, diese vermeintliche Sicherheit, diese zu entgehen. Ja, denn was mir der Felix hier zur Verfügung gestellt hat, ist eine Folie, wo du die sichere Verzinsung siehst. Die ist nämlich, hat nur eine, außer in diesem einen Jahr, aber die hat im Wesentlichen nur eine Entwicklung genommen, immer nach unten. Wir sind hier bei waghalsigen 2% Verzinsung. Wenn du heute mal Frau Lagarde, die ja bei der EZB Verantwortung übernimmt, anhörst, dann sprechen wir hier von 4 oder 5% Inflation. So, das heißt, liebe Zuschauer oder liebe Leute, ihr habt Sicherheit, das wollen wir Deutschen ja immer, nämlich dass dein Geld sicher weniger wird. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn du einfach was dagegen tun möchtest oder einfach auch Wege rausfinden möchtest, dann melde dich bitte zu diesem Training an. Der Felix nimmt sich da extra auch eine Stunde Zeit, um da wirklich die Kniffe ein bisschen herauszufiltern oder dir dann auch womöglich eine Unterstützung mit anzubieten. Und deswegen freue ich mich jetzt schon, Felix, auf dieses tolle Ereignis. Hätte es wohl mein Vater schon früher mal gesehen oder gewusst, dass da schon auch Möglichkeiten gibt. Hilft nichts. Der ist Gibt nichts. jetzt 61. Das stimmt nicht. Dauert noch ein bisschen, also 61. Aber ja, es ist, wie es ist. Vielleicht gibt es ja doch ein paar Zuschauer, die jetzt gerade an der Stelle stehen und überlegen, was soll ich tun? Genau, also wie gesagt, da schauen wir uns das an, dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat, selbst zu beurteilen, ist der Vertrag gut oder nicht Genau, gut, genau. und dann auch die Möglichkeit hat, okay, wenn der Vertrag nicht mehr in die aktuelle Situation passt, was mache ich jetzt? Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Sehr gut. Finanzielle Intelligenz und Eigenverantwortung und dann kommt immer noch das Beste raus. Deswegen, Felix, bedanke ich mich jetzt auch für deine sehr wertvolle Zeit. Gerne, Freue Flo. mich auf unser gemeinsames Online-Training. Da sind wir beide live mit dabei. Genau, Nimmt richtig. bitte in Vorbereitung eure Sachen schon mal raus, nimmt es aus diesen vorgestanzten Ordnern, nimmt es da raus und legt es mal vor euch hin. In diesem Sinne, Felix, das letzte Wort geht an dich. Ja, also ich kann nur beipflichten, da tatsächlich teilzunehmen, weil es eine Sache ist, die jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns betrifft und eine Sache ist, die in Zukunft auch nicht mehr besser werden wird. Man muss die Sachen tatsächlich selbst in die eigene Hand nehmen und man muss sich tatsächlich auch von der Situation trennen, dass man glaubt, dass jemand anders für einen die Altersvorsorge löst. Dem ist leider nicht so. Man muss es tatsächlich in die eigene Hand nehmen.